Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tiki Boink und das ist Vampire The Masquerade Bloodlines. Das hier ist mit einer der schwersten Quests ever, weil man nicht entdeckt werden soll. Und ja, das ist fast unmöglich. Und wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es halt nicht. Und dann ja, bringen wir es einfach um. Das tun wir dann. So, wo haben wir hier die Quest überhaupt? Genau, das ist Tawny. Tawnys Apartment und ja, es wird schwierig, hier irgendwo die Kameras zu hinterlassen. Denn sie sieht uns quasi sofort. Was haben wir denn überhaupt für Skills? Sneaking ist auf 5. Kommen wir irgendwie auf 6. Theoretisch würden wir es können. Wenn wir hier noch einen Punkt hinzunehmen. Ja, aber zur Not bringen wir es einfach um. Die hängt nämlich hier ab. Ne, tut sie gar nicht. Wo ist sie denn? Ich glaube, das muss ich mal eben speichern, denn sie ist gar nicht da. Das ist gut. Normalerweise ist sie direkt in diesem Raum. Okay. Was für ein Glück. Er ist da hinten, okay. Eine Kamera. Noch eine Kamera. Wo muss denn die andere hin? Ist noch dry. Hä? Bäh. Moment mal. Bathroom. In the bathroom. Okay. Das schaffen wir. What was that? Hey. Okay. Speicherstand laden. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt trotzdem. Scheint so. So, eine da. Wo ist er? Er ist da, alles klar. So, die kommt jetzt hier hin und wenn wir uns hier platzieren, sollte das klappen. Ich versuch's mal. Haben wir es jetzt geschafft? Tawny's Computer. Wo ist denn der Computer? Der Computer ist da, alles klar. Gut. Also das heißt, wir sind schon mal ein Stück weiter.
setz dich dahin. Das war jetzt nicht so geplant. Und wo sie? Dim, dim, dim. Okay, er guckt Fernsehen. Och Mensch. Muss der nicht mehr aufs Klo? Ja, und sonst so. Ah, jetzt ist er weg. Aber wo zur Hölle ist sie? Die hängt da hinten fest. Och, kommt schon. So, er ist auf Klo. Er ist nicht mehr auf Klo. Die verhalten sich anders. Warum? Ist ja nicht mehr vorhersehbar. Wie ich mich jetzt wieder dahin bewege. Och. Ja, das dauert, glaube ich, ein bisschen länger. So eine blöde Quest. Der Typ ist sehr, sehr aufmerksam. Also er muss auf Klo gehen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Dann können wir die Kamera da hinten hin platzieren. Und wenn er dann hier in dem Zimmer ist, können wir dann da hinten an den Computer. Das läuft. Oh, ja. Sehr, sehr nettes Spiel. Das ist jetzt eine Quest, die uns ein bisschen aufhält. Ihr könnt ja vorspulen. Diese Funktion habt ihr bei YouTube. Ach, wie sehr wünsche ich mir ein HD-Remake. Ist er weg? Die rennt immer ziemlich oft hier zwischen Küche und Wohnzimmer. Hin und her. Nee, nicht Wohnzimmer, was ist das? Esszimmer. Sie bereitet da etwas vor und oh, er haut ab. Muss aufs Klo. Okay, er pinkelt. So, während er dann. Oh. Ich hoffe, er sieht uns hier nicht. So, wenn er ins Wohnzimmer geht, gehen wir ins Badezimmer. Ja. Was redet er? Okay, soweit so gut. So, ich speichere mal unseren Fortschritt.
So, der Code lautet Cleopatra. Cam check. Alles klar, ich glaube, wir haben es geschafft. Alles klar, wir müssen zu Imalia zurück. Aber auch jetzt speichern wir wieder. Wir müssen ja noch hier raus. Das schaffen wir nur, wenn er im Badezimmer ist. Und sie in der Küche. Puh. Und selbst dann gibt es immer noch einen Quest-Bug, dass die Quest trotzdem als fehlgeschlagen markiert wird, weil. Och nö, jetzt geht er wieder dahin. Weil sie vorher fehlgeschlagen ist. Also das Spiel merkt sich über die Spielstände hinweg, dass man es mal nicht geschafft hat. Soll man lösen können, indem man alle Spielstände löscht und quasi nur noch diesen einen hat, den man bevor man, also vor dem Apartment und das dann nochmal macht. Angeblich. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Und wenn es dann so ist, dass sie fehlschlägt, ist es halt so. Ja. Kommt jetzt auch nicht drauf an. Ist keine Story-Mission. Ist nur so eine Nebenquest. Was machen wir denn danach? Gleich mal gucken, wenn wir draußen sind. Okay, sie ist in der Küche. Dü-d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 ü. Oh, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Raus hier. Sehr gut. Okay, liebe Freunde, was tun wir als nächstes? Wir müssen. Okay, das haben wir gemacht. Was haben wir denn hier in Chinatown? Ach so, ja. Unsere E-Mails müssen wir checken. Isaac müssen wir auch zurück und den Gargoyle killen. Asian Theater. Das ist doch hier, oder? Lasst uns den Gargoyle töten. Natürlich und selbstredend. Wir haben Schlüssel. Speichern wir mal eben hier. Blatthand. Where is the Gargoyle? Da ist er. Der sieht böse aus. Der will mich umbringen. Ich will nur reden. Ein Talk. Oh, okay. Er will, oh, er ist aggro, er ist aggro.
Warum ist denn der so aggro, Mensch? Okay, okay. Wir können es einfach aussitzen. Ich kann auch einfach hier Blutpakete schnabulieren. Ja, das ist jetzt auch müßig hier. So, jetzt geht's aufs Maul. Ist der Gargoyle. Too easy. Aua. Haben wir ihn? Wir haben ihn. Was ist jetzt los hier? Oh, er ist kaputt. Easy. So, können wir hier irgendwas einsammeln? Cool. Geh ich mal gleich hin. Da geht's wahrscheinlich auch. Okay, und hier oben? Nö, nö. Hier sind Raben. Warum sind hier Raben? Cool. Moderne Boxen. Warum sie das nicht wieder restaurieren, verstehe ich nicht. Also ich meine, die Location ist cool. Okay, dann gehen wir mal zu Isaac. Das war wirklich sehr, sehr einfach. Ich glaube, wenn man so ein bestimmtes Level erreicht hat von den Skills her, dann ist es wirklich einfach. Hier. Oh, $500 haben wir gekriegt. So, das haben wir abgeschlossen. Jetzt die nächste Quest. I'd like to hope so. Well, if you'll excuse me. Was jetzt? Quest complete. Alles klar. So, was haben wir noch? Okay, E-Mails checken. Torns Apartment, da müssen wir zu Imalia und irgendwas an The Golden Temple. At The Golden Temple. Wo finden wir den denn? Ist das nicht da der Golden Temple? Oder müssen wir jetzt nach Chinatown? Also, okay, der ist nicht golden. Ja, okay. Wir müssen nach Chinatown, aber ich möchte eigentlich erstmal die E-Mails checken, um die andere Quest noch zu bekommen. Was ist mit dem Kollegen hier? Da geht gar nichts. Hello. Mhm. Downtown oder Chinatown? Oder Santa Monica, aber auch schon lange nicht mehr. Aber das ist ja unsere Freundin nicht. Also müssen wir nach Downtown. Aber welches. Wo war das denn jetzt nochmal? Wir haben ja einen Schlüssel bekommen, ne? Für unser Apartment. Aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Kann man das irgendwie nachvollziehen? Schlüssel. Lockpick. Keyring. Skyline Apartments 4. Skyline Apartments. Rechts, glaube ich, lang, ne? Ah, können wir Geld einsammeln.
Wobei, egal. Wir gehen jetzt erst zu den Skyline Apartments. Reden mit unserer Freundin, holen die E-Mails ab und dann machen wir kurz einen Break, bevor es nach Chinatown geht. Oh, bald kommt Resident Evil 7 raus. Ich freue mich sehr. Hello. Oh, you're back. Bla bla. I wanna... Hier ist irgendwo ein Dinner. In the bathroom. Bleib mal hier, Mädchen. Die hat irgendjemanden hier eingesammelt. Warum? Was tut sie? Hallo? Wo ist denn derjenige? In the bathroom. Oben im Bathroom, oder was? Hallo, wer bist du denn? Is this shit? Misunderstanding. As soon as I get out of here. What the hell does that mean? Oh yeah. Den trinke ich mal ein bisschen aus hier. Aber ich kill ihn nicht. Ja, kein Mörder oder so. So, jetzt ist mein Mädchen dran. I'm so... Oh, thank you. Ich möchte ein bisschen Kohle. Und sie muss sich umziehen. So, E-Mails checken. E-Mail. Ich habe 14 E-Mails. Meine Fresse, wie war mein Passwort nochmal? Sunrise, alles klar. 9. Dear Duckling. Hi, guess who? Mhm, Jeanette. Okay, next. Restaurant, bla bla bla. Okay, alles klar. Next. Next. Mitnick hier. Aha, okay. The Terminal is Santa Monica, old place called Megahertz Computing. Ah, da müssen wir hin. Mhm, Shreknet, alles klar. Alles klar. Was haben wir hier? Megahertz. Is at the end of Second Street. Mhm. Hi, Boss. Wir haben, glaube ich, alle gelesen. Menü. Ah, wir haben alle gelesen. Sehr gut. Okay. Weg da. Kaffee Cavoletti. A dish best served cold. Oh, ja. Gut, Megahertz Computing in Santa Monica. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.